So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief, die Metal Age. Beim letzten Mal sind wir in die Mission gestartet, wo wir den Mechanisten auf die Spur kommen sollen, oder auf die Schliche kommen sollen. Jetzt haben wir es gerade hier mit diesen Ostdieben zu tun. Mal gucken, wie die sich so anstellen im Gegensatz zu uns. Something there? Er hat jedenfalls ein schönes Schwert, das muss man ihm lassen. Oh. Ja, gut. Dass der da jetzt noch. Ich dachte, der guckt ins Haus rein. Damit habe ich jetzt nicht so gerechnet. Aber das macht ja nichts. Dann machen wir das halt ein bisschen anders. Was liegt denn da eigentlich? Hier liegt doch irgendwas. Ach, das ist noch ein Blumentopf. Na toll. Kommen wir jetzt von beiden Seiten. Er kommt von der Seite. Und der andere? Kommt gar nicht. Doch, kommt. Aber das war einfach. Hui. This guy's dead. Was? Wer hat das gesehen? Wer hat das gesehen? Jetzt mal ganz im Ernst. Mond, warst du das? Nein, das kann nicht sein. Wer hat das gesehen? Das kann doch nicht sein, na egal. Irgendwer hat es jedenfalls gesehen, aber ist ja nicht so schlimm. Und übrigens, der ist nicht tot. Der ist nur bewusstlos. Wenn ich hier wieder raus bin aus diesem Level, wacht er komischerweise wieder auf. Ja. Ich habe ihn aber jetzt mit meinem Speicherstand überspielt. Das heißt, er wacht nicht wieder auf, wenn ich schnell lade. Nur so zur Information. Hey. Wo ist der? Da ist der. Ja, komm hoch hier. Los, komm. Hopp. Na komm. Put, 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 put. Komm, kleines Wachilein, komm. Dass der das nicht mitgekriegt hat, dass diese komischen Diebe da waren. Die waren viel lauter als ich. Die haben da draußen rumgebrüllt und alles. Aber er kriegt das nicht mit, oder was? So. Jetzt will ich aber trotzdem noch gucken, ob hier oben noch irgendwas ist. Nee. Nur Türen, die man nicht öffnen kann. Naja, und ein Fenster, wo ich rausgehen könnte, rein theoretisch. Das will ich jetzt aber gerade nicht. Jetzt will ich erst nach unten gucken. Ich weiß ja nicht, auf welcher Seite ich weiter muss. Ich kann hier unten weiter und ich kann da oben weiter. Ich gehe erstmal hier weiter. Kisten hier aus dem Weg. Meine Güte. Dass hier aber alles im Weg stehen muss. Komme ich hier nicht durch? Doch. Ein kaputter Fahrstuhl. Mhm. Oh. Hier ist jedenfalls Loot. Kein Loot. Und jetzt bin ich, was weiß ich, wo ich bin. Da hinten muss ja irgendwo der andere Weg gewesen sein. Was ist das? Wow. Okay. Das nenne ich mal coolen Fahrstuhl. Erstmal ein Stück Käse auf den Schock. Und wieder runter. Da ist er doch schon. Also hier raufstellen. Und hier hochfahren. Wenn jetzt hier eine Wache ist, kriege ich die Käse. Aber man sieht mich eh nicht. Warum auch immer, ich stehe hier vor so einem Feuer und bin voll im Schatten. Aber na gut, was soll's. Wow. Okay. Also, das kann ich nun wirklich nicht lesen, es tut mir leid. Aber es scheint eine Zeichnung von den magischen Quellen des Körpers zu sein oder irgendwas in der Art, keine Ahnung. Das war so. Ja? Plötzlich sind hier Zombies gespawnt und ich kann nicht mal was dafür. Vor allem weibliche Zombies. Na. Ja, gut. Gehen wir weiter. Aha. Aha. Ihr könnt mich mal. Ja, das scheint dann wohl so ein Nekromantenturm oder irgendwas zu sein. Ich will hier eigentlich nur noch schnell weg. Und die Zombies können mich mal. Nächstes Ziel ist er. Geht hier gerade so schön die Treppe hoch. Zack. Hat sich das auch erledigt. Not again. Das Tolle an diesen Riesenstadtleveln natürlich in Thief
2 ist eigentlich, dass man hier eine ganze Menge erkunden könnte, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe geben würde und das nicht so schnell macht wie ich. Gibt es hier einiges zu sehen. Hier gibt es bestimmt auch eine Menge Secrets. Und ich werde auch schon einige übersehen haben, denke ich mal. Aber wir müssten jetzt ja auch so langsam, aber sicher ziemlich nah am Mechanistenturm sein. Who made that noise? Been gone with you, Lout. Hat er mich hier oben gesehen? Scheinbar. Wir können uns jetzt entscheiden, entweder wir gehen hier rüber. Oder wir gehen erstmal hier rein. Doch nicht, dass wir da rüber gehen sollen. Kann man denn hier runter? Nein, hier von hier aus kommt man da nicht runter. Wasserpfeile. Wenn hier Wasserpfeile drauf liegen, hat das bestimmt auch was zu sagen. Feuerpfeil, aber nichts drin. Gut, wir machen das mal anders. Alright, stop fooling around. Where are you? Ich komm da glaube ich nicht rein. Doch. Habe ich Seilpfeile? What's going on? Ja, hab ich. Who's done this? Come back here and fight! There's an intruder here! So. So kommt man da schon mal runter. So viel steht fest. What happened here? Just wait till I find. Bam. War das stylisch? War das stylisch oder war das stylisch? Ja, ihr könnt ja gar nichts anderes zu sagen. Ja, du brauchst dich jetzt mal gar nicht beschweren. Komm mal hier rein. So, zack. Das war mal eine Aktion, ja. Das müssen wir mal zugeben. Die war nicht schlecht. Ich höre hier einen Roboter. Da unten ist jedenfalls eine Stadtwache. Und da unten ist der Roboter. Wir gehen hier weiter. Hab ich gerade entschieden. Es gibt halt mehrere Möglichkeiten. Das ist das Coole an diesen Leveln. Die sind nicht. Also, sie sind in einer gewissen Art und Weise ja schon linear aufgebaut. Sie führen alle zum selben Ziel. Aber es gibt halt verschiedene Wege. Man kann sich das so ein bisschen hier zurechtlegen, wie man gerade Lust hat. Der sieht mich jetzt bestimmt. Ja, das war klar. Das war auch nicht so schlau, was ich da gerade getan habe. Ich habe ja Moospfeile. Ich muss bloß noch wissen, wo. Hier. Er weiß ja schon, dass ich komme. Ja, machen wir das. Das war jetzt voll die Verschwendung von der Blitzbombe, aber was soll's. Da kann ich mit leben. Was ist das hier? Lest das. Tunnelschenk, Supervisor. Passt der Schlüssel? Wo ist der? Wo ist der? Da. Ne, passt nicht. Die ist sowieso offen. Die war auch offen. Hier ist alles voller Fliesen. Ich hasse es. Was steht hier? Jedenfalls sind da irgendwelche Rezepte in dem Safe. Und ich würde gerne an den Safe. Es würde mich nicht wundern, wenn hier irgendwo ein versteckter... Na! Na! Das weg! Wenn hier irgendwo ein versteckter Hebel oder irgendwas ist. Oder ein Knopf oder so. Lass uns mal ein bisschen umgucken. Oder kann ich den knacken? Dietriche? Nee. Nee, natürlich nicht. Also muss es hier irgendwo was geben, was man aktivieren kann. Mit Sicherheit. Steht das da vielleicht in diesem Brief drin? Nicht wirklich. Da hinten steht eine, die würde mich sehen, wenn ich den jetzt nehme. Schön ist das alles nicht. Ja, der Schlüssel gepasst. Ich habe 2 Schlüssel. Das ist das Problem. Der passt. Hier ist wenigstens Teppich. Hier in seinem Büro müsste doch rein theoretisch irgendwie ein Hebel oder irgendwas sein, dass man diesen Safe aufmachen kann oder einen Schlüssel für den Safe. So, den Schlüssel haben wir schon einmal. Ich habe mal wieder eine Potion genommen. Ist ja nichts Neues. Na.
der passt nicht. Der passt nicht. Passen Dietriche? Ja, Dietriche passen. Das war der. Das war der. Jetzt muss ich wieder den anderen nehmen. Oh, welchen Kies hatte ich denn die Dietriche hier? So, und damit sollte sich eigentlich... Ja, damit hat sich auch der Safe geöffnet. Sehr schön. Wow, so viele einzelne Diamanten, die auch noch alle so viel wert sind. Perfekt. Ist das jetzt der einzige Weg hier raus? Dieser hier? Ich meine... Oh, das gibt's doch nicht. Wieso kann nicht einfach mal in irgendeiner Aufnahme irgendwas richtig laufen? Ich habe jetzt keine Lust, an dieses Telefon zu gehen. Kann sich irgendwer anders drum kümmern. Ich gehe kurz an das Telefon. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Das wäre auch echt zu viel verlangt. Moment, ich muss die Stoppuhr wieder starten. Wir haben ja nur noch 4 Minuten, aber es wäre auch echt zu viel verlangt, wenn einfach mal in einer Mission alles so laufen würde, wie ich das will. Kann doch nicht so schwer sein. So, gute Nacht. Wir kriegen das hin. Perfekt. Es war auch schon fast zu einfach. Wie geht's hier weiter? Ich habe keine Ahnung. Ist aber auch alles verwinkelt hier. Okay, Karas weiß also, was wir vorhaben, wer auch immer uns diese Nachricht hier platziert hat. Karas jedenfalls weiß, dass wir kommen. Wir sollen aufpassen. Der hat uns Unsichtbarkeit hinterlegt, er hat uns eine Gasmine hinterlegt und er hat uns 2 Noisemaker-Pfeile, also Lärmpfeile, hinterlegt. Sehr nett von ihm. Sind wir jetzt schon bei den Mechanisten oder was steht da vorne? Nee, das ist nur... Irgendeine Person. No need for alarm, ladies. Just passing through. Genau. Sehe ich ganz genauso. Auch keine Angst haben. Odd noise. Ich sag nur mal kurz Hallo und dann bin ich auch schon wieder weg. Keine Sorge. Wieso gucken die eigentlich beide in die Richtung? Sollte das so sein? Das sah so ungewöhnlich doof aus. Das war natürlich intelligent. Wo sind die Blitzbomben? Wo sind... Ist er ein bisschen stulle? Ne, er ist einfach bloß ein bisschen besoffen. Das ist ja cool. Plötzlich ist er nicht mehr besoffen. Was war das denn? Als er plötzlich nicht mehr besoffen war? Na gut. Das sieht ein bisschen lustig aus. Da fehlt die Weitsicht. Das macht ja nichts. Hier hoch? Wir müssten doch jetzt eigentlich bald mal da sein. Ja, das ist doch wohl der Mechanistentower hier, oder nicht? Also wenn das nicht der Mechanistentower ist, dann weiß ich auch nicht. That's the castle of the future. I'll take my tenement any day of the week. Tja, oder auch das Schloss der Zukunft. Danke, Garrett, dass du das so schön für mich gesagt hast. That wasn't so tough. Maybe tower security isn't as tight as I thought. Ja, das war wirklich einfach. Und da der Part jetzt eh fast zu Ende ist, wir sehen uns im nächsten wieder. Und in diesem Sinne, und bis dahin, euer Mr. Mauli.